Hallo, Ada. Achtung, Feuerring. Und, warte. Ach da, ich bin hier heute für Featured am Set einer Fernsehsendung namens Die beste Show der Welt und befinde mich mitten auf einer Rennstrecke für Kopter. Ich weiß, man könnte denken, ich könnte das auch, aber geflogen ist den tatsächlich Maffa, der das so gut macht, dass es in Deutschland fast keinen gibt, der es genauso gut kann. Du bist ein Kopterpilot. Durchaus, ja. Also mittlerweile wurde aus diesem Hobby wirklich schon eine reelle Sportart. Wir haben mehrere Events in Deutschland, wo wir jetzt eben halt auch hinreisen und fliegen da dann eben halt mit unserer FPV-Brille, mit der wir das Bild über eine kleine Kamera hier bekommen, genau richtig, was du auch gerade schon gesehen hast, fliegen diesen Parcours ab und es ist eben halt so, dass wir dann im Kopter quasi drin sind und diese Bewegung natürlich auch sehr feinfühlig dann eben wahrnehmen können. Und mittlerweile wird es auch schon größer, also vor 4 Wochen war ein Event in Dubai. Ja, und da waren dann eben halt die Weltmeisterschaften dann sogar eben. Eine offizielle Weltmeisterschaft, ja, in, genau, Dubai. Ja. Fliegt man in Dubai dann ausschließlich über die Wüste und über das Meer? Oder? Ja, Dubai ist Dubai. Die haben unfassbar viel aufgebaut. Ein riesen Areal, wo die eine Wahnsinnsstrecke abgeflogen sind, auch mit LED-Beleuchtung. Unfassbar. Also das hat es noch nie gegeben und war natürlich wirklich auch einzigartig bis jetzt. So, also das hier ist quasi, ich sag jetzt mal, nicht ganz die Weltmeisterschaft, aber so ein Racing-Parcours. Genau, ja. Und eigentlich ist euer Job, mit Highspeed die Kopter da durchzuballern, als erster im Ziel zu sein. Vom Grundprinzip ja. So, und dann fliegt ihr da nicht alleine, sondern mit was? 4 Leuten durch? Ja, sogar zum Teil zu 8. Und zu 8. Da ist dann natürlich gerade in so einer Nadelöhr dann gut was los und es kann natürlich auch zu Crashs kommen. Wird man da disqualifiziert oder darf man sich gegenseitig abschießen? Definitiv erwünscht. Ernsthaft? Ja. Wird nicht disqualifiziert? Nein, nein. Könnt ihr euch einfach wegballern? Ja. Das heißt also, Ziel ist nicht nur, da mit Vollkaracho durch den Parcours zu knallen, sondern im besten Fall auch noch alle Konkurrenten auszuschalten. Ja, das wirst du aber nicht schaffen, weil der Kontakt ja meistens auch deinen Absturz zur Folge hat. Okay, klingt gut. So, das hier ist aber jetzt schon ganz großes Damenhandball-WM-Finale. Ja, das kann man so sagen, doch, doch. Also das ist schon dann eben halt ein reelles Gate, da kann man dann auch mal zusammen durch, genau. Ja, er bereitet sich schon, ja, vor. Ja, aber deswegen Wolf ist sein Konkurrent. Im wahren Leben mögen die sich bestimmt super gerne, aber wenn es ums Fliegen geht, da kennt ihr nichts. Nein, also gnadenlos, jeder will gewinnen, jeder will der Beste sein. Und ich werde mich jetzt im Gegensatz zu Rolf auch schon auf das Rennen vorbereiten, weil Rolf hat hier gerade eben los. Schon... Ja, ja. Na gut, tschüss. So ein Parcours. Wie lang sind die so im Schnitt? Es gibt Tracks, auf denen man sehr schnell fliegen kann, große Tracks, auf einem Fußballplatz zum Beispiel. Okay. Indoor-Tracks sind generell kleiner, technisch anspruchsvoller, also mehr Kurven, ja. Turns, also technisch schwieriger zu fliegen. Okay. Und ist der Feuerring eher visuell spektakulär, weil es brennt, oder ist es wirklich schwierig, da durchzufliegen? Der Ring ist schwierig, da durchzufliegen. Warum? Weil wir gerade hier hochkommen, ja, und dann direkt eine Kurve machen müssen und durch den Ring hindurch. Also ohne dich unterbrechen zu wollen, aber das sieht mir aus, als würden alle anderen sich so startfertig machen. Also wenn du vielleicht, okay, auch schon mal los willst. Alles klar, los geht's. Ja, viel Erfolg. Falls das Thema für euch wahnsinnig spannend ist und ihr ein bisschen mehr über Kopterfliegen und all den Kram wissen wollt, geht doch mal auf den Featured-Blog, da könnt ihr ganz viel Nerdwissen nachlesen für all die Leute, die sich hier ein bisschen weiterbilden möchten. Ich gucke mir mal den Start an. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, bitte schnallen Sie sich an. Die Kopter-Giganten im direkten Duell. Wir starten in 3, 2, 1 und bitte! Mittlerweile gibt es sogar Kopter-Sport. Das hier ist schon ein ziemlich ausgewachsenes Modell eines Kopters. Hiermit wird gefilmt, fotografiert, Bewegtbild in jeder Form. Aber vielleicht kriegen wir irgendwann auch einfach die Brötchen oder die Pizza damit geliefert. Das Schöne an der Zukunft ist, wir werden es ja auf jeden Fall erfahren. Tschüss!